So, mal gucken, ob ihr mich jetzt hören könnt. Das ist aber ein neues Equipment ausprobiert. Wir haben das eben schon mal quasi auf nicht gelistet getestet. Aber genau, gebt doch gerne mal kurz ein Feedback. So, geht. Kann mich jemand hören? Gerne irgendwie mal einen Daumen hoch in den Chat. Das wäre cool. Könnt ihr mich hören? Sonst muss ich irgendwie das nochmal alles umstellen hier. So, Stian, kannst du mich hören? Wenn ihr mich hört, dann gebt mir einfach im Chat kurz einen Daumen hoch. Ich habe einen Daumen hoch hier im quasi Video gefällt technisch, aber gib mir doch mal ganz kurz, geht. Okay, geht. Geht heißt, man hört mich leise oder man hört mich irgendwie, ich kann das Mikro auch noch einen Ticken lauter drehen. So, ich warte noch mal ganz kurz, gerade gibt mir jemand hier Feedback. Noch mal lauter drehen. Ja. Geht. Egal. Gut, dann wollen wir das mal so lassen. Genau, schreibt mir einfach gerne nochmal in den Chat, irgendwie bist gut zu hören oder irgendwas. Dann bin ich hier nämlich entspannter, sonst rede ich und rede ich und rede ich und man sagt, ja, nett, dass du redest, aber man hört dich nicht. Also gerne mal kurz in den Chat. Komisch, da kommt irgendwie nichts an. Live-Chat. Egal. Egal, wir machen das jetzt einfach trotzdem. Ich will auch nicht so lange warten lassen. Bei Instagram gehen wir auch live. Also, Stian, falls du irgendwie zuhörst und was in den Chat geschrieben hast, das kommt bei mir nicht an. Ist egal. Ich mache das jetzt einfach so. wenn ihr mich jetzt nicht hört, dann rede ich hier in der Kamera. Ich wollte nicht sagen gegen eine Wand. Das tue ich ja nicht, aber fast. Gut, genau. Instagram scheint zu funktionieren, aber. Oh, guck mal hier. Okay, jetzt. Ich höre dich gut. Alles klar. Jetzt sehe ich auch den Live-Chat. Stian, das ist nochmal ein Learning von uns, wenn wir das den rüberziehen auf das einen anderen Bildschirm. Dann sehe ich das nicht. Oh, ihr seid cool. Hier schreibt jemand Konfetti gut zu hören. Ey, danke. Sehr gut. Okay, Stian, jetzt lese ich auch deine Nachricht. Gut. Hey, so schön, wieder hier live zu sein. Das ist eine Ewigkeit her. Wir sind hier gerade dabei, ein neues Streaming-Studio zu basteln und genau, und haben da gerade so ein paar Kinderkrankheiten, aber es scheint zu funktionieren. Ja, spontanes Live. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich glaube ich 3 Wochen lang, kann das sein, 2 oder 3 Wochen lang, nicht nur nicht live gegangen bin, das war ja auch in der Vergangenheit, bin ich ja auch nicht so regelmäßig live gegangen, aber es gab hier überhaupt keinen Content. Es gab nichts auf YouTube. Und ich glaube, in den 6 Jahren, fast 7 Jahren, wo ich YouTube mache, ist das noch nie passiert, dass es so lange quasi eine Pause gab ohne Content. Aber ich habe eine gute, nicht Entschuldigung, aber Erklärung dafür, denn ich war sehr fleißig. Ich stand genau hier an dieser Stelle und habe hier zwei meiner Bücher eingelesen. Einmal Bestimmung, Schicksal als Mission. Und das war noch okay einzulesen, aber dann habe ich auch dieses Buch eingelesen. So, das blendet. So, jetzt kann man es, glaube ich, irgendwie erkennen. Schicksalsschlag, Quatsch, Befreiungsschlag, genau. Und in diesem Buch Befreiungsschlag geht es natürlich auch um einige Schicksalsschläge, aber es geht vor allen Dingen um den Befreiungsschlag, also quasi den Weg der Befreiung nach sexualisierter Gewalterfahrung, nach Traumaerfahrung. Und das Buch ist ein super persönliches Buch, wie eigentlich alle meine Bücher. Aber es ist auch ein Buch, was ja, was diesen Aufarbeitungsweg, ich nenne ihn gerne auch Seelenweg, was ihn beschreibt in Form von Prinzipien. Und insofern ist das jetzt nicht nur einfach irgendwie so Ursulas Geschichte, weil so spannend ist sie nun auch nicht, sondern das Buch hat das Ziel, Menschen zu helfen, die einfach ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich fragen, okay, wie kann ich damit umgehen? So, was hat anderen geholfen? Was kann auch mir helfen? Oder eben auch immer wieder das Phänomen, dass man
deshalb lesen Menschen übrigens ja auch Romane oder schauen sich Spielfilme an, weil man sich in der Erfahrung eines anderen spiegeln kann. Also quasi das ähnlich Erlebte, es muss ja nicht immer Leid sein, sondern das ähnlich Erlebte, da kann man sich dann mit identifizieren und auch ein Stück weit spiegeln und so über das Hören der Geschichte eines anderen ein Stück weit auch ein Draht zu sich selber aufbauen und emotional gewisse innere Schritte nachvollziehen, weil sich jemand anderes auch schon gegangen ist. Also das ist so ein bisschen die Magie, jetzt nicht nur dieses Buch, sondern von Büchern generell. Aber das ist immer wieder das Feedback, was ich von einigen von euch bekommen habe. So, ja, Ursula, deine Geschichte ist zwar ein bisschen anders als meine, aber irgendwie, so wie du das erzählst, ist deine Geschichte wiederum auch meine. Und das liegt nicht nur durch Parallelen des Erlebten, sondern durch die Ähnlichkeit von Gefühlserfahrungen. Ja, also auch Menschen, die jetzt nicht schwer traumatisiert wurden, können sich in diesen Erfahrungen widerspiegeln, weil sie sagen, die Erfahrungen sind parallel gelaufen. Es ist nicht das Gleiche, es ist vielleicht auch noch nicht mehr ähnlich, aber es ist einfach die Frage, wie gehe ich mit Trauma um? Wie gehe ich mit Verletzungen um? So, was ist meine Antwort darauf? Und ich habe für dieses Live den Titel gewählt, Trauma, also intelligente und bewusste Trauma-Response. Und normalerweise versteht man unter dem Begriff Trauma-Response, vielleicht weiß das jemand, dann schreibt das gerne unten mal in die Kommentare, Trauma-Response, darunter versteht man normalerweise eine automatische Reaktion auf Trauma, also dass man sich einfach seelisch verschließt oder dass man hyperaktiv wird oder dass man depressiv wird oder was auch immer dann die jeweilige Trauma-Response ist. Response ist Englisch, heißt Antwort. Und man kann aber auch ganz bewusst sich fragen, wie will ich denn auf das, was ich erlebt habe, will ich auf meinen Schmerz, auf meine Verletzung etc., wie will ich darauf überhaupt reagieren? Und das ist dann eine bewusste Reaktion. Es ist nicht mehr reaktiv so, da kommt was und ich reagiere einfach aus meinem System heraus, auch vielleicht auch aus meinem verletzten System heraus, sondern es ist dann vielmehr das, dass man sagt, ich reagiere, ich entscheide mich zu einer gewissen Antwort auf meine Gefühle, auf Umgang mit dem, was ich erlebt habe und so weiter. Und das bringt eine ganz andere Qualität rein und hat natürlich auch, wie man sich vorstellen kann, sehr, sehr viel mit Heilung zu tun. Genau. Was ich so ein bisschen vorhabe mit euch, einfach so ein bisschen was erzählen. Ich will euch auch Einblicke in das Buch geben. Und dann geht es wirklich auch nochmal um das Thema dieser Trauma-Response. Und da möchte ich nochmal so einen kleinen Twist reinbringen, denn ganz viele Menschen, die eben auch Verletzungen erlebt haben, Trauma erlebt haben, sagen von sich, zutiefst nachvollziehbar, komplett logisch, total menschlich, sagen wir natürlich, und ich schließe mich da auch ein, mitunter immer mal wieder, ne, phasenweise, ich habe Pech gehabt. So, und vielleicht kannst du dich damit identifizieren auf die eine oder andere Art und Weise, dass du sagst, hey, ich hatte in meinem Leben Pech. So, ich hatte Pech durch äußere Umstände, durch das, was ich erlebt habe. Und das Spannende ist, ihr habt vielleicht gemerkt, ich zögerte so ein bisschen, das auszusprechen. Da hat mich dieser Virus auch befallen, denn in dem, was wir heute Persönlichkeitsentwicklung nennen, geht es sehr, sehr viel um Positivismus. Also nicht nur, dass man irgendwie eine positive Haltung hat, das ist natürlich cool und gut und so, aber es geht viel auch darum, dass dieser Positivismus schon fast ein bisschen toxisch ist. Das heißt, man darf, man versucht Dinge immer so zu sagen, dass es irgendwie noch positiv ist und dass es eine gute Perspektive hat. Und das ist gut und richtig und das unterrichte ich zum Teil auch. Und gleichzeitig bleibt häufig dabei, wenn das dann in so eine toxische Richtung geht, also so eine giftige Richtung geht, bleibt da oft eben auch der Mensch auf der Strecke. Weil man sagt, ja, ich bin gerade aber in meiner Traurigkeit oder ich bin gerade vielleicht in meinem Schmerz oder ich bin in meiner Unzufriedenheit, ich bin in meiner Angepisstheit. So, ich fühle mich gerade, dass ich Pech gehabt habe. So, und das muss ja nicht irgendwie das ganze Leben überschatten, aber vielleicht gibt es Situationen, wo du sagst, ey, da hatte ich Pech. So, scheiße. Ungerecht, blöd, doof, so. Und was ich immer wieder feststelle in der Arbeit mit Menschen ist, dass Menschen, also zumindest mit denen ich Kontakt habe, dass ich die
häufig ermutigen darf zu sagen, weißt du was, wir können hier einfach auch mal real sein. So, du musst nicht unglaublich positiv sein, so, sondern du darfst einfach mal sagen, ey, das geht mir auf den Zeiger. So, du kannst es auch mal, weißt du, was ich meine? Und ich weiß jetzt nicht, wo du, der du dir das jetzt anschaust, stehst. Vielleicht sagst du, ja, ich muss mich wirklich auch so ein bisschen mal am Riemen reißen und auch mal eine positive Perspektive einnehmen. Aber vielleicht geht es dir auch, wie die Menschen, die ich jetzt beschreibe, die auch wirklich mal zulassen dürfen, ey, mir geht's aber gerade nicht gut. Oder ich habe das Gefühl, ich bin da irgendwie benachteiligt oder ich habe Pech gehabt. So, und dieses Glücklichsein, ich meine, gib mal Glücklichsein, Tipps zum Glücklichsein, gib das mal, wenn es dich interessiert, bei YouTube ein und guck mal, wie viele Videos du da kriegst. So, 3 Tipps zum Glücklichsein und 5 Tipps und 30 Sekunden, hatte ich vorhin irgendwas gesehen, in 30 Sekunden glücklich und so. Ja, ist bestimmt auch irgendwie witzig und interessant und ich sage auch gar nicht, dass es nicht funktioniert, aber... Und das ist mir einfach auch nochmal so klar geworden beim Einlesen halt dieses Buches, Befreiungsschlag. Die Frage ist, funktioniert das bei Menschen, die Trauma erlebt haben? So. Funktioniert das, wenn es so richtig fies ist, wenn es so richtig tief ist? Ja, so funktioniert das Wundspray, was ist ja irgendwie flüssig, Pflaster, funktioniert das bei kleinen Schürfwunden? Ja, mit Sicherheit. Funktioniert das bei großen Seelenverletzungen definitiv nicht, müssen wir nicht drüber reden. Und oft wird es aber so verkauft, dass man mit so einem Flüssigpflaster auch ein großes Trauma irgendwie ja heilen kann oder so. Und da fängt es an, schwierig zu werden. Und deshalb rede ich überhaupt darüber, weil das Menschen, die gerade in so einer Aufarbeitungsphase sind oder die gerade ja auch einfach dabei sind, einfach sich nochmal mit diesem Thema konfrontieren. Ich habe das auch nochmal erlebt beim Einlesen der Bücher, da ging es mir echt phasenweise echt dreckig. Also ich kann das auch gerne nochmal erzählen. So ist auch normal, dass wenn man in solche Themen nochmal eintaucht, dass dann auch nochmal Gefühle hochkommen. Das heißt nicht, dass man nicht genug an sich gearbeitet hat, heißt nicht, dass man irgendwie jetzt auch nochmal eine Therapie braucht oder nochmal alles hochholen muss. So, aber das hat einfach nochmal mein Herz sehr berührt hier, das, was ich da auch selbst geschrieben habe oder erlebt habe, geschrieben habe. Und ihr wisst ja, mein Herz schlägt für Menschen, die sagen so, also bei mir lief es halt nicht rund. Und nicht mal, es lief nicht rum, sondern es lief auch richtig scheiße, um es einfach mal so zu sagen. Und genau denen möchte ich Mut zusprechen. So. Und wenn du sagst, bei mir ist es jetzt aber nicht so dramatisch, aber vielleicht, ne, wenn du dir das bis hierher angeguckt hast, bist du vielleicht gerade in der Situation und sagst, ja, da läuft es nicht so oder da fühle ich mich benachteiligt. Und dieses große Ding, ja, ich muss glücklich sein, ich muss gut drauf sein, Ding, das möchte ich in diesem Video, in diesem Live hier so ein bisschen auch crashen. Und zwar gibt es etwas, jetzt wird es spannend, es gibt etwas, was noch besser ist. Besser ist das richtige Wort, egal. Es gibt etwas, was stärker ist als glücklich sein. Es gibt etwas, was kraftvoller ist als Glück. Denn Glück ist so, ja, ich habe Glück gehabt. So, was weiß ich. So, ich habe Lotto gespielt und ich habe Pech gehabt und ich habe Glück gehabt. So, und ich habe mich irgendwo beworben und ich habe Glück gehabt und ich bin genommen worden oder ich habe Pech gehabt, ich bin nicht genommen worden. Also Glück und Pech sind sehr von äußeren Umständen auch abhängig. Und äußere Umstände, wissen wir alle, kann man halt nur bedingt beeinflussen. So. Übrigens, gib mir nochmal irgendwie einen Daumen hoch oder irgendwas in den Chat. Mal gucken, ob sich der hier aufgehängt hat oder ob das noch weiter funktioniert. Da muss man das irgendwie refreshen. Genau. Also Glück und Pech ist halt wirklich auch stark von äußeren Umständen abhängig. Und gerade wenn man sagt so, ja, ich habe jetzt in meiner Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt, so kann ja sein. Ach so, ja, okay. Funktioniert? Oh ja, hier haben wir wieder Konfetti. Ach so, meine Nähstube Konfetti. Ah so, funktioniert. Ich dachte Konfetti im Sinne von Konfetti, alles Paletti. Egal. Gut, auch süß. Also wenn man sagt, ja, ich hatte jetzt eine Kindheit, die war blöd, okay? Die kannst du ja nicht mehr ändern. Und dann, klar, kann man in die Zukunft gucken und Therapie rauf und runter und mache das Ganze nur schon, seit ich 20 bin. Also ja, ich weiß, ich kenne das alles. Und das reicht oft nicht. Und es gibt etwas, das ist stärker als Glück. So.
Es gibt etwas, das ist stärker, das trägt dich durch. Und mal gucken, vielleicht weiß das jemand. Tiefes inneres Vertrauen, schreibt hier jemand. Ja, Judith, hallo. Genau, es gibt etwas, was immer da ist, wozu du Zugang dich für öffnen kannst. So etwas, was stärker ist als Glück und Pech. Weil Glück und Pech ist so, ja, Glück gehabt, Pech gehabt, Glück gehabt, Pech gehabt. So, und ganz ehrlich, also wenn ich das lese, dieses Buch, so, Befreiungsschlag, das ist, ein gutes Buch, bringt Menschen weiter, ganz klar. Und gleichzeitig lese ich das und lese die Geschichte der jungen Frau, die ich war, so mit Anfang 20, und denke mir so, okay, so da kommt in jedem zweiten Drittel kommt so das Thema Gewalt vor, sexualisierte Gewalt. Okay, und dann lese ich halt hier nicht einen Roman ein, sondern ich lese meine eigene Geschichte ein. Und dann denkst du so, nachdem du... Jetzt kommt jetzt nicht das Wort Vergewaltigung irgendwie 100-mal vor, es kommt vielleicht 3-mal vor. Oder ich glaube, es kommt noch nicht mal vor, aber es ist beschrieben. Also jetzt nicht der Akt an sich, sondern die Aufarbeitung dessen und so weiter. Also, und dann liest du das und denkst so, sorry, der Ausdruck, ich hoffe nicht, dass YouTube mich jetzt hier gleich irgendwie cancelt, aber du denkst, scheiße, du denkst, fuck. So, oder denkst du, kacke, so andere mit 20, das habe ich jetzt nicht unbedingt so gedacht, aber ich hätte mir gedacht, also Pech gehabt. Wisst ihr, was ich meine? So, und vielleicht hast du ähnliche Situationen erlebt und sagst dann so, ja, okay, cool, so. Und dann sage ich mir, jetzt bin ich irgendwie Mitte, Ende 40, lese das ein und gut geht's mir nicht dabei. Also als ich das Buch eingelesen habe, Bestimmung, das ist übrigens mein erstes Buch ohne Triggerwarnung, das ging. Das kann ich gut einlesen. Da geht es zum Schluss auch um eine Reise nach Jerusalem, also nicht das Kinderlied oder das Kinderspiel, sondern bin dann nach Jerusalem geflogen und hatte da ja wunderbare Begegnungen. Jesus ist mir da auch nochmal begegnet und das ist schön, das kann ich gut einlesen. So, das ist einfach eher der Struggle. Ich bin jetzt nicht irgendwie ich bin nicht so der Vorlesertyp, sondern ich muss mich schon sehr konzentrieren, um ordentlich zu lesen. Das ist ein Hörbuch, das soll ja auch ein bisschen schön sein. So, aber das ist eher dann technischer Natur oder hat was mit meiner Stimme zu tun oder irgendwie Fähigkeiten, die ich vielleicht auch noch mehr entwickeln könnte. So, aber als ich dann dieses Buch gelesen habe, das ist schon, das kannst du auch noch 100-mal lesen, da kannst du auch noch 100-mal Therapie machen oder 100-mal irgendwie was auch immer machen, es wird dadurch nicht besser. Und das Spannende ist, und ich hoffe, ich wünsche mir so, so sehr, was für ein Buch ist das? Das ist Befreiungsschlag, heißt das. Ich sage nochmal was dazu, ich habe nämlich ganz viele Exemplare hier zu Hause noch rumliegen, die ich gerne zum Unkostenbeitrag verschicken oder, also verschenken ist es ja dann nicht, aber verschicken würde, sage ich gleich nochmal was dazu, nur gerade den Faden nicht verlieren. Also man könnte ja sagen, und das ist ein großer Trugschluss, man hat was erlebt, egal was es ist. So vielleicht, was weiß ich, Scheidung, Krankheit, Verlust oder eben auch Trauma auf irgendeine Art und Weise. Und man sagt, okay, man macht eine Therapie, so denken die meisten Menschen, man verarbeitet das. Und dann ist gut. Und ja, nach einer Therapie geht es einem besser. Klar, man verarbeitet Dinge, man kann sie auch ein gutes Stück weit loslassen und ja, das Leben geht weiter und Wunden heilen auch. Ganz klar ja. Und gleichzeitig ist es oftmals so, dass da ein Missverständnis vorliegt und auch kommuniziert wird. Und zwar, dass gesagt wird, ich teile ein Trauma. Und ja, ich sage das auch viel. Ich sage immer, ich spreche auch sehr viel von Traumaheilung. Ich habe auch Programme, die heißen Traumaheilung. So ganz klar. Und im Grunde ist das aber nur bedingt richtig. Und das kann so ein bisschen auch den Druck ausüben, so Trauma heilen und irgendwas ist geheilt. Was weiß ich, ich habe mich hier neulich verbrannt ein bisschen am Finger. So, und das heilt und dann ist es weg und ist gut. Vergessen. War da mal was? Weißt du noch, wo du dich vielleicht vor 3 Jahren mal verbrannt hast? Definitiv nicht. Also wenn es nur ein kleines am Kamin oder, keine Ahnung, an der Pfanne oder Toaster war so. Und deshalb ist dieses Trauma heilen ja mit Vorsicht zu genießen, sondern es wäre im Grunde richtig zu sagen, Trauma heilen, klar, weil Dinge auch heilen, auch seelische Wunden heilen, aber es geht auch darum zu lernen und das ist, klingt derbe und cool und sexy und so weiter. Es hat auch etwas damit zu tun, zu lernen, mit Trauma zu leben. Mit Trauma zu leben. Und das heißt nicht, dass man stigmatisiert ist, das heißt auch nicht, dass man irgendwie, was weiß ich, so,
Aber man entwickelt Fähigkeiten, und das würde ich auch jedem ans Herz legen, so zu sagen, es ist ein Thema, das wird mich begleiten. Es wird sich immer mal wieder zeigen. Oder wenn man das so macht wie ich, also was weiß ich, lese jetzt dieses Buch ein, dann zeigen sich diese Themen nochmal. Nicht mehr so wie mit Anfang 20, auch nicht mehr so wie mit 30 oder was weiß ich, 40 oder so, als ich das Buch geschrieben habe. Ist ja gar nicht so lange her, habe ich gleich vor 3 Jahren geschrieben oder 2 oder so, nee, 3. Aber man wird damit nochmal konfrontiert und da wird es einem nicht unbedingt gut gehen. Ja, man sagt auch irgendwie so, puh, zum Glück ist die Zeit meines Lebens vorbei. Habe ich auch gedacht, dachte ich so, Mensch, krass, so beschissen ging es dir mit Anfang 20. Krass, wie gut es mir heute geht. Ja, solche Momente sind auch da. Und gleichzeitig spürt man aber diesen jüngeren Menschen, der man mal war. Und es macht betroffen. Und das, ihr Lieben, ganz wichtig, das wird, wahrscheinlich findet ihr das jetzt richtig ätzend, aber ich muss es einfach mal so aussprechen, das wird im Laufe des Lebens nicht besser. Das Mitgefühl, was man für sich selber hat oder für Menschen, die Trauma erlebt haben oder was auch immer, ich sage, bleib jetzt mal bei diesem Beispiel, das wird nicht besser, sondern das Mitgefühl wird größer. Und das, was man empfindet, nimmt an Intensität zu. Nicht im Sinne von der Verletzung so, nicht, aber es wird einem klar, diese Ausmaße werden einem klar oder auch die Tiefe wird einem klar. Also ich habe heute, wenn ich auf mein Leben schaue, vielleicht geht es dir ähnlich, eine ganz andere Perspektive als mit Anfang 20. So Anfang 20, ich habe dann Aggressionsaufbautraining gemacht, um einfach in meine Power zu kommen, um Grenzen setzen zu können. Das konnte ich alles nicht. So, und da hatte ich zum Beispiel blaue Flecken. So, und das war für mich einfach so, ja, scheiß drauf, blauer Fleck, so, egal. Und heute würde ich jetzt, ne, wenn ich mal einen blauen Fleck habe, weil mir irgendwie was auf den Fuß gefallen ist hier oder was auch immer, so, dann gehe ich ganz anders damit um. Oder ich, die Dimension, die Perspektive wird eine andere. Und ich gebe euch mal ein Beispiel von jemandem, das hat mich sehr beeindruckt. Und zwar mit Anfang 20 in meiner Heilpraktiker-Ausbildung sind wir damals in die Berliner Charité gefahren. Und da gibt es eine Abteilung, wo Leichen quasi seziert werden, also für die Medizinstudenten. Also Medizinstudenten lernen eben auch Leichen zu sezieren, um ne, also einfach die Anatomie des Körpers zu lernen, und zwar nicht nur aus dem Buch oder in irgendwelchen Modellen, sondern wirklich am Körper. Und wir sind damals dahin gefahren, um das einfach ja auch mal live zu sehen, also wie ist es, wie sitzt das Herz so, klar, irgendwie 2 Drittel links, 1 Drittel rechts und so weiter, links des Sternums und ne, so, das ist dann, sieht man dann vielleicht auch an so einer Plastik irgendwie Puppe, wo man sagt, ja, da sind die Organe, aber es ist schon mal was anderes, und gerade wenn jemand zum Beispiel als Arzt oder Chirurg arbeitet, ganz klar, muss der sowas auch mal live sehen, und zwar nicht nur im OP-Saal, sondern eben auch in diesen Sezierräumen oder Sälen oder wie das heißt. Auf alle Fälle waren wir da und durften da, haben da eine Führung bekommen und durften das einfach uns mal anschauen und auf uns wirken lassen. Und das Spannende war, jetzt komme ich zum Punkt, dass der Professor, also der Herr, der uns da geleitet hat, der die Führung gemacht hat, der uns das auch gezeigt hat an den Leichen, der war schon ein bisschen älter, er war irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwie Ende 50 oder Mitte, Ende 50, und der sagte, erzählte uns nochmal so im Nebengespräch, dass je älter er wird und desto greifbarer vielleicht auch der eigene Tod, also in eine greifbarere Nähe rückt, so, desto weniger leicht fällt es ihm, seinen Job zu machen. Und das ist, also das hat mich so tief berührt. Ich meine, ich war da Mitte 20, so, es ist auch schon ewig lange her, aber ich habe das nie vergessen. Und er hat gesagt, je länger er das macht, also er sich quasi mit den Leichen auseinandersetzt, sezieren und so weiter, desto schwieriger wird es. Und er sagte, ganz am Anfang war es natürlich wahrscheinlich auch so ein Schock, so, erstmal muss man sich dann gewöhnen, das integrierte er dann relativ schnell, und dann war es normal, dann ist er irgendwie ist aus dem Job rausgegangen und ist nach Hause gegangen und war da wahrscheinlich mit Family und Kids oder was auch immer, so genau weiß ich es nicht mehr, aber es war normal. Und er sagt, je älter er wird, desto mehr nimmt
nimmt er das Ganze mit, desto mehr berührt es ihn, desto mehr sieht er auch den Menschen, oder den menschlichen Körper, muss man ja korrekterweise sagen, desto mehr sieht er den menschlichen Körper, der da liegt und hat Interesse oder fragt sich, ja, was war denn das für ein Mensch? Wie hat er gelebt? So, hat er ein erfülltes Leben? Also, so, also plötzlich sah der ja dann jetzt nicht mehr die Leiche, die seziert wurde zu wissenschaftlichen oder forensischen Zwecken, sondern sah immer mehr den Menschen. Und er sagt, dass er, das hat er so im Vertrauen erzählt, also war auch die Führung dann vorbei, sagte er, dass ihn das mitnimmt, immer mehr mitnimmt und dass er immer weniger diese Professionalität, die er natürlich immer noch hatte, aber immer, also dass das Ganze ihn immer mehr berührt hat. Und wie gesagt, das hat mich so berührt, obwohl es ewig lange her ist, ist mir das so, es hat mich berührt, diesen Menschen zuzuhören. Und da ich war damals Anfang 20, habe ich mir noch gedacht, mal gucken, wie das bei mir sein wird. Und siehe da, nun bin ich nicht ganz so alt wie er, aber so bin nun fast 50 und sehe Dinge anders. So, wenn ich Nachbarskinder sehe, so kleine Mädchen, sehe, wie zart die sind, wie sensibel, wie fein. Das habe ich mit 20 wohl auch gesehen, aber einfach aus, ich sehe es heute nochmal anders. Ich sehe es nochmal, ja, vielleicht differenzierter und es berührt mich noch viel, viel, viel mehr. So. Und deshalb ist es so, es kann so sein, dass je länger du auch mit deinem Trauma lebst und zu leben gelernt hast, dass es immer mal wieder Momente gibt, und da möchte ich dich ermutigen, wo du irgendwie ein altes Foto von dir findest oder wie ich jetzt dieses Buch hier eingelesen habe und du wirklich da sitzt und irgendwie nochmal richtig heulen musst. Und es vielleicht gar nicht so sehr, weil du den Schmerz, also weil du sagst so, boah, es tut so weh, aber vielleicht siehst du dich selbst als junge Frau, junger Mann und denkst so, du denkst einfach so, boah, echt, dein Ernst so ist, das ist so, also es kann zutiefst betroffen machen, es kann auch traurig machen. Ich erzähle dir das deshalb, weil ich dir Mut machen möchte, dass nichts an dir falsch ist. Das heißt nicht, du hast nicht genug an dir gearbeitet, vielleicht kann man irgendwie nochmal was nacharbeiten, so. Aber das ist ja schnell, dass man in solchen Momenten dann sagt, ich habe irgendwie nicht genug getan, ich müsste irgendwie mehr tun, vielleicht müsste ich nochmal anfangen mit einer Therapie oder so. Und das mag natürlich auch stimmen, dass man vielleicht sagt, ja, da müsste ich nochmal vielleicht eine Kohle nachlegen, aber also im Grunde möchte ich diese Selbstzweifel ansprechen, wo man dann ja denkt, weil es einem vielleicht auch so suggeriert wird oder dass der allgemeine Tenor ist, irgendwann gehst du durch, wie dieser Professor da durch die Leichenhalle und sagst so, ich mache das jetzt 30 Jahre, es juckt mich gar nicht mehr, ich tendenze mir einen ab und feiere hier eine Party. Und so ist es eben nicht, sondern man wird sensibler. Und oder denk mal an irgendwie so, ist immer so ein bisschen doof, das Beispiel zu wählen. Ich wähle es wirklich einfach aus, weil ich eine große Herzensverbindung zu dem jüdischen Volk habe. War ja auch in Israel und aber vielleicht warst du mal im KZ. So, durftest du das oder musstest du das angucken? Also durfte ist ja so, also du weißt, was ich meine. Also hast du dir angeguckt, dich damit konfrontiert. Und die Frage ist, wenn du da jetzt 100-mal durchgegangen bist oder du warst da vielleicht in deiner Schulzeit, so Thema Geschichte, und dann gehst du nochmal irgendwie 30 Jahre später durch. Im Grunde kennst du das Ganze ja. Die Frage ist, wirst du da lockerer durchgehen oder wird es dich mehr betroffen machen als damals, als du 20 warst? Das ist echt die Frage. Und ich würde mal mutmaßen, ich kann natürlich nicht in deine Erfahrung sprechen, würde mal mutmaßen, ganz kurz mal, ich kann gerade nicht, nee, ich bin live. Hier in dem Moment will natürlich jemand was von mir. Ich würde mal mutmaßen, dass es dir dann schwerer fällt. Dass es mehr mit dir macht, dass du eine andere Perspektive machst. Vielleicht gehst du damit Anfang 20 oder Quatsch, Anfang 20, mit 18, 17, 18 durch im Zuge der Schule und gehst durch und sagst, wie furchtbar. So, und dann gehst du 30 Jahre später durch und hast vielleicht eigene Kinder und siehst da irgendwie eine kleine Puppe liegen. Und das macht viel mehr mit dir. Oder, ne? Ja, und ähnlich ist es eben auch mit in der Konfrontation mit der eigenen Geschichte. Also ich setze mich nicht täglich mit meiner Vergangenheit mehr auseinander. Das habe ich mit Anfangs 20 exzessiv und musste ich machen, sonst hätte ich das nicht überlebt. So, ich musste meine Themen aufarbeiten, sonst wäre es für mich echt gefährlich geworden. Aber das mache ich heute natürlich nicht mehr. Also insofern, ne, kann Trauma eben auch ein gutes Stück weit heilen. Aber es gibt immer mal wieder Momente, wo mir jemand schreibt oder ich eben ein Buch einlese oder was auch immer. Und da wird man nochmal konfrontiert und ist nochmal betroffen. So, oder
ist auch nochmal traurig oder ist auch nochmal richtig, also ist auch nochmal wütend so. Es kann auch sein, dass du Körperflashbacks kriegst. Das hatte ich auch so ein bisschen beim Einlesen dieses Buches so, dass ich körperliche Symptome hatte, die ich aus meiner Traumazeit von früher kannte. Also zum Beispiel Kopfschmerzen oder so ein innerer Druck und Muskelschmerzen und so weiter. Und wo man dann sagen kann so, boah, das nervt und müsste ich das nicht schon längst alles überwunden haben? Nein. Also die Frage ist, ob man das wirklich überwunden haben will. Und was heißt das? Ja, natürlich auf einer menschlichen Ebene will man Dinge überwinden, klar. Aber wenn du was Trauriges siehst, willst du dann, was weiß ich, eine Beerdigung, gut, es gibt Leute, die feiern Beerdigung, aber was auch immer, so, dann will man ja auch, dass es das Herz berührt. Man will ja nicht so ein Roboter sein. So, und der Körper ist ein sensibles, intelligentes, ja, Wesen, System ist vielleicht der bessere Ausdruck. Und natürlich, wenn man sich mit seiner eigenen Geschichte konfrontiert, oder das ist eigentlich das Krasseste, also man schreibt ein Buch und liest es dann auch noch ein, also versprachlicht das Ganze auch nochmal jetzt im Sinne von sprechen und nicht verwörtern im Sinne von schreiben. Und natürlich geht das System in Resonanz. Du kannst ja nicht über deine dunkelsten Momente irgendwie sprechen oder dunkle Momente sprechen und das wäre ja eine Schockreaktion, ne? Wenn Menschen, die gerade irgendwie einen Tsunami erlebt haben oder auch Gewalttrauma erlebt haben, die können oftmals über das, was sie erlebt haben, sprechen, aber machen es komplett emotionslos, weil die Gefühle noch schockgefroren sind. Und da arbeitet man dann meistens ja gerade dran zu gucken, wie komme ich wieder an meine Gefühle ran? Wie komme ich an meine Wut, an meine Trauer, an meine Hilflosigkeit oder alles, was ich gespürt habe? So, und es ist normal, dass wenn du dich nochmal mit deiner Geschichte irgendwie konfrontierst oder das einfach nochmal hochkommt, so, dass auch dein Körper eine Antwort dir gibt oder eine Reaktion zeigt. So. Also man wird niemals, ich sag mal, durch so ein Dritte Reich-Museum gehen oder Holocaust-Gedenkstelle gehen und dort und da rausgehen und sagen so, yes, und das feiern. Wird man nie machen. Das will man gar nicht. Sondern wird immer eine körperliche Reaktion haben und immer auch gefühlsmäßig mitschwingen. Und das ist gut, weil es zeigt, dass wir Menschen sind. Aber spannenderweise vergessen wir das oft in Bezug auf die eigene Geschichte. Da denken wir, dass man irgendwann so quasi in das Buch seines Lebens schaut und sagt, oh, ist alles abgearbeitet, es ist so ist es. Also das wäre nicht natürlich. Wäre nicht natürlich. Und deshalb darf man das immer auch nochmal fühlen, wenn es sich zeigt. Und genau, das hatte ich jetzt einfach auf dem Herzen nochmal auszusprechen und zu teilen. Auch, weil, eure wunderbaren Kommentare lese ich nachher, auch weil mir jemand geschrieben hat die Person oder die Frau gerade in diesem Moment der Aufarbeitung ist, wo sie sagt so, ich erinnere mich dunkel und da sind auch, ich habe entsprechende Träume, also Realträume, ich erinnere mich dunkel, ich habe auch diese, also Gefühle kommen hoch, eine tiefe Trauer, eine krasse Hilflosigkeit und sie sagt so, ich kann mich daran erinnern, was mir passiert ist, aber, jetzt kommt das große Aber, vielleicht hat der ein oder andere das hier erlebt oder kann das nachvollziehen, aber sie sagte, wenn ich sinngemäß, so in meinen Worten gebe ich das wieder, wenn das wahr wäre und gleichzeitig so, ja, wenn es wahr wäre und es ist ja wahr, aber wenn ich das anerkennen würde, dass es wahr ist, dann ist ja, was ist denn dann? Dann wäre das echt, dann wäre das so furchtbar, dass ich es kaum aushalten würde. Oder so furchtbar, dass ich es nicht aushalten würde. Dann würde ich dran verrückt werden. Und das hat mich so berührt, weil ich es natürlich aus meiner Arbeit kenne, aber ich kenne es halt auch von mir. Und das ist in meinem Buch Befreiungsschlag, hier das Kapitel 8, die Stufe 1, das abgebrannte Seelenhaus erkennen. Also das sind quasi so 7 Stufen der Aufarbeitung. Und die Stufe 1 ist das sogenannte abgebrannte Seelenhaus erkennen. Das sind Metaphern, die innerseelische Zustände beschreiben. Also oftmals kann man Dinge leichter auch emotional nachvollziehen, wenn man quasi eine Metaphernsprache oder Bildsprache wählt. Und geht es darum in diesem Kapitel, also ähnlich wie das, was diese Frau mir geschrieben hat, habe ich das auch erlebt,
dass ich mit Anfang 20 eben festgestellt habe oder endlich die Möglichkeit hatte, wirklich für mich zuzulassen, was ich erlebt hatte. Also ich war damals eben eingebunden auch in Schule und wollte dann irgendwie da mein Abi schaffen und wirkte nach außen. Und ich habe das hier in dem Buch mal aufgezählt. So, ich war die starke junge Frau, attraktiv, selbstbewusst, super Abi. Also wisst ihr, was ich meine? So nach außen, man könnte es jetzt so eine Fassade oder Maske nennen. Also und ich finde den Begriff immer so ein bisschen schwierig, weil das sind ja zum Teil auch Qualitäten, die man entwickelt hat, die wirklich auch gute Stärken sind. Also es ist jetzt nicht unbedingt schlecht zu sagen, es ist eine Maske, einen Schulabschluss zu machen oder eine Maske, dass man stark ist. Ja, Stärke kann auch eine Maske sein, aber es kann ja auch einfach eine gute Stärke sein. So. Und nach außen, und das war bei mir eben auch ganz klar auch toxisch, das Bild, okay, kommt aus einer guten Familie und Waldorfschule und alles gut und ne, so. Und dass man in so ein Bild auch reingezwungen wird, beziehungsweise so ein Bild kann einem ja auch einen Halt geben, aber in mir sah es halt ganz anders aus. Und in mir war ich hilflos, ängstlich, verloren, nackt, ich fühlte mich wie ein Opfer und hatte innerlich eine ganz andere Realität. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, bleibe ich weiter in diesem Korsett des ich bin irgendwie gut drauf oder ich kriege es irgendwie hin, so, oder hat man irgendwann den Mut zu sagen, ich stelle mich zu meiner Wahrheit oder zu meiner inneren Wahrheit oder zu dem anderen Teil meiner Wahrheit und der ist eben der das, so, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle, dass ich das erlebt habe, was ich erlebt habe, so. Und ich weiß noch, dass bei meiner Aufarbeitungszeit, das war, ja, das war echt, das war echt irgendwie, war schrecklich. Also ich habe das hier so genannt, gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Ich kann es ja einfach mal vorlesen hier. Das abgebrannte Seelenhaus erkennen, das bedeutete für mich, anzuerkennen, was ich erlebt hatte. So. Darüber hinaus bedeutete es, mich dem zu stellen, was in mir war. Kein leichtes Unterfangen. Im Grunde stand ich mit meinen Anfang 20 Jahren vor dem Scherbenhaufen meines Lebens. Das, was mein Seelenhaus, also ist quasi so die Gesamtpersönlichkeit, sprich mein Leben, mein Fundament sein sollte, war abgebrannt. Vom Vater missbraucht, von der Mutter verraten, unter größter Anstrengung überlebt, nach außen ein gutes Bild abgeben. Wo war ich? Im Steinbruch deiner Seele, beraubt von 1000 Dieben, ist dir nicht viel geblieben, heißt es in einem Lied von Stefan Suhlke. Es waren bei mir zwar keine 1000 Diebe, sondern nur einer gewesen, aber dieser hatte mich 1000-fach beraubt. So, also seelisch beraubt, körperlich beraubt der eigenen Unschuld, Unberührtheit und anderer Dinge mehr. Und dann eben diese Frage, und da habe ich mich so wieder gespiegelt gesehen in der Nachricht dieser wunderbaren Frau, die eben so sagte, also damit gerungen hat und sagt so, wenn ich mich jetzt anerkenne, diesen Scherbenhaufen in mir anerkenne und auch diesen ganzen Mist sehe und diesen Dreck sehe und diesen Scheiß sehe, so, das sagt sich ja immer so leicht. Aber es hat ja auch was mit Identität zu tun oder mit einem Bewusstsein oder Selbstbewusstsein zu tun. So. Und also diesen Kampf, und gleichzeitig weiß man, wenn ich mich dazu stelle, dann ist es zwar erstmal schlechter, aber dann kann ich aufräumen und irgendwann ist es dann wirklich besser. Und gleichzeitig aber, ja, dann verliere ich aber irgendwie mein Gesicht oder dann bröckelt meine Fassade oder dann sehen andere eben auch, wie scheiße es mir wirklich geht, wie dreckig es mir wirklich geht. Und so, und wenn es Menschen sind, die einen aufbauen, die einen liebevoll unterstützen und begleiten, dann ist es gut, weil die helfen, die bauen einen auf, die sehen ja schon dann den echten Wesenskern. So, aber wenn wir ehrlich sind, gibt es halt auch ganz, ganz viele Menschen da draußen oder auch Menschen, mit denen man in Kontakt geht, die eben nicht die Vision für dich halten. So, ich sage, so, wie bist du denn drauf? Oder die vielleicht noch nicht mal was sagen, aber eben auch ein negatives Gefühlsfeedback geben. Und das kann einen dann so runterziehen, weil man ja selbst schon unten ist. Also du hast ja jetzt nicht die Kraft, quasi dann auch dagegen anzugehen oder das gefühlsmäßig auch zurückzuweisen. Ist schon hart. Das ist ein harter Prozess. Gleichzeitig aber, so schwierig das Ganze auch sein mag, kann man das schaffen. Und diese Identifikation mit dem, was man erlebt hat, also eben auch dem Opfer in einem selbst, führt eben nicht dazu, und das beschreibe ich hier in lang und breit, also schnell zu lesen, leicht zu lesen, aber beschreibe ich eben auch in Tiefe, weil man könnte ja immer denken, ich muss dieses Opfer sein loswerden.
Klar will man das Opfer sein, loswerden. Die Frage ist nur, wie. Und meiner Erfahrung nach, und das musst du natürlich für dich prüfen, ist es so, dass wenn man den Mut hat zu sagen, ich lasse das zu. Ich lasse es zu, nicht weil ich da drin baden will, weil ich mich in der Endkonsequenz damit identifizieren will, sondern ich lasse es zu, um es einmal durch mich durchlaufen zu lassen. Ich lasse es auch deshalb zu, weil, jetzt wird es nochmal kompliziert, aber gut, weil es Menschen da draußen gibt, die das sowieso sehen. Das war nämlich mein Problem damals. Ich habe da in Hamburg gelebt und bin da viel U-Bahn, S-Bahn gefahren und da trifft man ja so alles Mögliche an Menschen. Und ich hatte so das Gefühl, dadurch, dass ich meine eigene innere Wahrheit mehr zulassen konnte, dass die mich so sehen, wie ich mich gesehen habe. Und zwar, dass die eben nicht mehr so die junge, starke Frau irgendwie sehen, sondern dass die meine Verletzung sehen. Dass die sehen, und das ist einfach so ein Bruchteil von Sekunden, wo jemand dich anschaut und du hast das Gefühl, der schaut mich, der sieht mich total. So. Und dass der dann in mir, dass er in meine Verletzung sieht. So, das ist, so sieht, ja, die ist leicht zu haben oder die kann sich nicht wehren oder dass er einfach jemand anderes in dir lesen kann und zwar diese Verletzung lesen kann. Und das wollte ich damals, ein Teil dessen, was ich aufarbeiten wollte. Und ich habe gesagt, ich will das nicht so, sondern ich will, im Englischen sagt man immer so, to own it. Ich will das besitzen. Ich will das, was ich vielleicht auch ein Stück weit wegdrücken musste, um damals so in meiner Schulzeit in meinen Alltag überhaupt noch meistern zu können. Das will ich zurückholen, um es zu besitzen. Denn alles, was ich besitze, alles, was ich weiß, das habe ich in meiner Hand. Und das kann kein anderer, also auch kein Täter oder Täterin gegen mich verwenden. Weil das ist etwas, was Menschen, die Opfer wurden, gerade ne, Langzeit-Traumatisierung, das Wort gibt es nicht, aber habe ich gerade mal erfunden, die erleben das immer wieder, dass das Trittbrettfahrer, also dass sie nochmal sexualisierte Gewalt durch Trittbrettfahrer erleben oder durch Menschen, also Jahre später das Ganze nochmal erleben mit, was weiß ich, im schlimmsten Fall Partner oder Chef oder was auch immer so, Partner sind immer besonders grausam, aber dass da eben, dass diese Wunden innerlich nicht geheilt sind und die Menschen ihr Trauma auch nicht wirklich besitzen im Sinne von, so ist es, also es ist meins und ich gehe damit um, sondern dass andere Menschen das sehen, diese Schwäche ausnutzen und der Mensch, der Opfer geworden ist oder mal Opfer war, nicht gelernt hat zu sagen, ja, du siehst jetzt gerade in mir meine Verletzung, aber ich habe gelernt, mit meiner Verletzung umzugehen. Und nur weil du in mir etwas siehst, eine Schwäche siehst oder eine Verletzung siehst, heißt das noch lange nicht, dass du mit mir machen kannst, was andere Menschen schon mal gemacht haben und dass man eben auch gelernt hat, auf eine andere Art und Weise damit umzugehen. Das heißt, wenn da so ein Moment ist, mal was weiß ich, in der S-Bahn habe ich das erlebt, jemand guckte mich an und ich hatte so das Gefühl, boah, der hat mich einmal komplett gelesen und hat, der spürt dann meine Unsicherheit und so und Täter-Opfer ist leider ja so ein bisschen auch Schlüssel-Schloss-Prinzip, wenn man nicht gelernt hat zu sagen, so also eben einfach Grenzen zu setzen, und nicht nur Grenzen setzen, sondern sich vielleicht auch zu verteidigen oder einfach eben auch emotional die Schwäche nach hinten zu stellen und nach vorne auch eine Stärke zu leben oder zu präsentieren, dann kann das immer wieder auch zu erneuten Übergriffen führen. Habe ich selber leider so erlebt, steht hier auch in diesem Buch. Deshalb war es nicht so nett, das Ding einzulesen und weiß ich von so vielen Menschen. Und dann ist natürlich die Scham so groß, weil man sagt so, wieso passiert mir das nochmal? So. Und ihr merkt, also das ist kein einfaches Thema. Und Außenstehende haben es immer super leicht, mit dem Finger auf dich zu zeigen und zu sagen, ja, du solltest mal, du müsstest mal und ist es nicht so und so. Jemand, der das selbst erlebt hat und der selbst in diesem Thema auch drin ist, aber wirklich drin ist, also wirklich sich damit auseinandersetzt, auch sich mit seinen eigenen Schwächen auseinandersetzt, diese Menschen, das sind nicht die, die mit dem Finger auf dich zeigen. Das sind meistens auch nicht die, die irgendwie tolle Tipps und Ratschläge irgendwie geben, um sich dann größer zu fühlen, weil sie dir ja helfen können, so, sondern da ist etwas, das ist eine Gefühlsverbindung da, da ist eine Begegnung auf Augenhöhe da, da ist ein Respekt da, da ist ein Mitgefühl da. Und deshalb, wenn du nochmal so in einer Aufarbeitungsphase bist, oder so wie ich jetzt nochmal so Jahrzehnte später da auch nochmal raufschaust, dann sei, so blöd das jetzt klingt, aber so gut klingt das gleichzeitig auch, dann sei, entwickle einen gesunden Stolz auf das, dass du da bist, wo du bist. So. Und lass irgendwie Leute, die davon nicht Ahnung haben und irgendwie mal ein schlaues Buch gelesen haben oder nicht wirklich selbst am Trauma gearbeitet haben, so, sondern dann ihren Kram auf dich projizieren, lass dich davon nicht verunsichern.
Lass dich nicht davon verunsichern, dass wenn du noch mal ein altes Tagebuch schaust und noch mal weinst und jemand sagt, ja, was ist denn mit dir los? Ich denke, du hast dein Trauma geheilt. So, dann sag ja, dann kannst du es auch psychologisch erklären für dich selber, aber auch für die andere Person sagen, ja, aber es ist normal. Ich bin ein Mensch. Mein Herz wird im Laufe der Arbeit an mir selber nicht kleiner, sondern größer. So, und das, was ich früher vielleicht weggesteckt habe, so wegstecken musste, vielleicht auch um Trauma oder schwierige Situationen zu überleben, da habe ich heute einen ganz anderen Zugang zu. So wie dieser Professor, der zu dem damaligen Zeitpunkt ihm sagte, so, wenn ich heute eine Leiche sehe, dann sehe ich den Mensch. Früher habe ich dort einen Körper gesehen, also einen toten Körper gesehen. Und heute sieht er da ein gelebtes Leben. So, und das macht viel mehr mit einem, als wenn man sagt, so, das ist einfach ein Forschungsobjekt oder eben ein Körper. So. Und wenn dein Herz größer wird und weiter wird und liebevoller wird und sensibler wird, dann hast du einen Schatz in dir und das darfst du liebevoll bewahren und vielleicht sogar auch ein Stück weit schützen und du darfst es auf eine gesunde Art und Weise auch verteidigen oder einfach beschützen, so wie, also du hast auch eine Verantwortung, gut für dich einzutreten und dich eben nicht schlecht zu fühlen, nur weil du nicht gerade irgendwie glücklich bist oder gut drauf bist, so, sondern weil du zu dir stehst und sagst so, ich stehe zu mir und eben auch den schwierigen Phasen meines Lebens. Eine Frage, die ich mir gestellt habe beim Einlesen dieses Buches, war tatsächlich auch immer wieder die, warum machst du das eigentlich? Warum gibst du dir das? Warum tust du dir das an? Und ich habe echt, wie lange habe ich gebraucht? 2 Wochen, glaube ich, um das einzulesen oder 3. Und es ist eigentlich ein Witz, weil die Bücher sehr schnell zu lesen sind. Aber ich habe extra nicht alles auf einmal gemacht, um mir auch Zeit zu geben, dass die Emotionen und Gefühle dazu nochmal durchlaufen zu lassen, zu verarbeiten, mich selbst auch nicht zu überfordern. Und für mich war die Antwort aber sonnenklar. Und diese Antwort darauf hat mir dann auch immer wieder die Kraft gegeben, da weiterzumachen. Und zwar habe ich immer wieder dem Leben, habe ich früher gesagt, heute sage ich Gott, es war so wie so ein Versprechen, dass ich gesagt habe, wenn ich das überlebe, wenn ich da rauskomme, also je nach Phase meines Lebens, werde ich das Wissen weitergeben. Ich werde alles weitergeben, was für andere Menschen nützlich sein wird. Und dann kann man jetzt sagen, naja, du hast das Buch doch geschrieben, warum musst du es denn jetzt noch als Hörbuch einlösen? Hat jemand eine Idee, warum es noch wichtig ist, das einzulesen? Unabhängig davon, dass es vielleicht mich auch nochmal irgendwie ein Stück weiterbringt. Also wenn ich das Versprechen abgegeben habe und ich halte mich an Versprechen, es war ja auch nicht so ein leichtes Versprechen, ja, ich mache das mal so, sondern wenn ich das hier überlebe, wenn ich wirklich rauskomme, dann gebe ich das alles weiter. Warum ist es nochmal wichtig, das einzulesen? Jemand eine Idee? Hat jemand eine Idee, warum es wichtig sein könnte? Oder warum es wichtig ist? Emotionen, ja. Das hat was mit PTBS zu tun. Oder einfach mit Menschen, die Trauma erlebt haben. Warte nochmal ein Sekündchen. Dann gebe ich euch die Antwort. Also mir war es wichtig, das einzulesen, weil Menschen, die Trauma erlebt haben, können lesen und schreiben, ja, klar. Aber die Stimme transportiert sehr viel, ja, absolut. Ist natürlich noch was anderes, wenn du etwas hörst, ganz klar, ne? Als wenn man es nur liest. Aber das war noch nicht mal so sehr meine Motivation. Weil das kostet mich schon auch echt Kraft. Da hat mich sehr viel Kraft gekostet. Ich war auch sogar krank. Also nicht so schlimm krank, aber ein bisschen krank. So. Deshalb, weil Menschen, die Trauma erlebt haben, oftmals sich nicht, ne, PTBS, wenn jemand eine PTBS hat, also eine posttraumatische Belastungsstörung, dann hat der nicht die Kraft, ein Buch zu nehmen und auch noch da drin zu lesen. Das Buch ist super einfach geschrieben. Also auch so geschrieben. Und hier sieht man die ganzen Korrekturen da drin. Ich habe noch Rechtschreibfehler in dem Ding gefunden. Richtig doof. Egal. Also es ist so aufgebaut, dass man es leicht lesen kann. Die Kapitel sind kurz, die Sätze sind kurz. Also muss ich da nicht so durchwühlen und einen Satz 100-mal lesen, bevor man ihn gecheckt hat. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr leserfreundlich. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass Menschen, die Trauma erlebt haben, vielleicht in einer akuten Stressphase sind oder die kaufen sich so ein Buch, weil sie sagen, ich möchte es lesen und dann liegt es da und dann haben sie aber nicht die Kraft, das zu lesen. Weil habe ich so, oh meine Güte, wie viele Menschen kenne ich. Und die sich dann auch noch scheiße fühlen, weil sie sagen, ich habe nicht die Kraft, das zu lesen. Da ist ja die Info drin, aber ich schaffe es nicht. Ist normal, ist ganz normal.
bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist eins der Symptome von ganz vielen, wie Schlaflosigkeit, körperliche Symptome etc., dass man sich nicht konzentrieren kann. Man kann sich nicht konzentrieren. Und genau diese Menschen, für die ist auch dieses Buch. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn du es einliest, dann kann der Mensch sich das als Hörbuch anhören. Auch wenn meine Stimme jetzt nicht die wunderbar sonore Vorleserstimme ist oder Vorleserinnenstimme ist. So, darum geht es ja gar nicht. Das ist dann so wie Vorlesen. Na, dass man vielleicht im Bett liegt, auch wirklich erschöpft ist und sagt, ich lese jetzt, ich habe jetzt eigentlich nicht die Kraft, noch ein Buch aufzuschlagen, aber ich kann mir so ein, zwei Kapitel aus dem Hörbuch anhören. Für die habe ich das gemacht. Und zwar gerne. Auch wenn es mich viel gekostet hat. Aber ich weiß, dass das Leben verändern kann. Und ich habe eine Nachricht gekriegt, ich hoffe, ich fange jetzt nicht an zu heulen, aber da hat mir jemand geschrieben, dass, jetzt fange ich doch an zu weinen, das hat mich echt so berührt, dass halt jemand aufgrund von sexualisierter Gewalterfahrung gesagt hat, so, also die Person war davor, sich das Leben zu nehmen. Und dann guckt sie irgendwie so ein Video von mir an. Ich will mich damit um Gottes Willen nicht groß machen, sondern einfach nur zeigen, wie wichtig es manchmal ist, dass man das tut, was man tut. Also, dass ich das tue, was ich tue und dass du das tust, was du tust. Und die hat sich irgendwie ein Video angeguckt, irgendwie auch noch von den Anfangszeiten, wo die Videoqualität grottenschlecht war und was auch immer. Und die hat gesagt, das Anschauen dieser Videos hat ihr geholfen, eben nicht sich nicht umzubringen. So. Und das irgendwie, ja, sag ich, man wird, also je älter man wird, desto herzensoffener wird man. Und jetzt heule ich hier auch schon irgendwie auf YouTube. Hab ich kein Taschentuch hier, aber ich habe hier so ein Staubtuch. Muss das dienen? Egal, also, und dann habe ich irgendwie gedacht, so, das hat ja auch einen Grund, dass mir das jemand so schreibt. Und dann habe ich gedacht, so, weißt du, da ist jemand, der kämpft um sein Überleben. Und irgendwie so ein verschissenes YouTube-Video von mir oder zwei, drei. Oder irgendwie irgendwas hat diese Person die Kraft gegeben, weiter zu leben. Und habe ich gedacht, so, und du heulst jetzt hier rum, also nicht so weinen wie jetzt, sondern ich sage, du heulst jetzt hier rum, weil das Einlesen dieses Buches so schwierig ist. Da habe ich gedacht, nee, jetzt ernsthaft? Dann habe ich gesagt, nee, jetzt trinkst du einen Kaffee und bist liebevoll zu dir und dann liest du das ein. In kleinen Stücken, immer ein bisschen weiter, aber wisst ihr, was ich meine? Was in der Macht steht, also wo man die Möglichkeit hat zu helfen, dann nicht sagen sollte man, aber weiß ich für mich, dass ich das tun möchte. Und wenn es mich ein bisschen Kraft kostet und ein paar Tage, die da nicht so prickelnd sind, ja, meine Güte, wenn es was Gutes bewirkt, nachweislich was Gutes bewirkt, dann wird das selbstverständlich gemacht und zwar gerne. Also das ist der Grund, warum ich diese Dinge eingelesen habe, dass Menschen, die jetzt vielleicht nicht die Konzentration haben, aufgrund dessen, was sie erlebt haben, ein Buch zu lesen, dass sie das das Hörbuch hören können. Und manchmal ist es ja auch echt schön, wenn man ein Buch sich quasi anhört und das dann auch noch von dem Autoren selbst eingelesen ist, dann ist das so ein bisschen so, als ob jemand einem ja, das Ganze vorliest. Genau, die Bücher werden jetzt noch überarbeitet, dann sind sie auch als Hörbücher verfügbar. Aber was ich noch sagen wollte ist, ich habe viele Exemplare von diesem Buch zu Hause und auch von Bestimmung und eigentlich von allen Büchern. Und ich habe hier so ein paar Rechtschreibfehler gefunden, deshalb wird es eine neue Auflage geben. Und ich möchte gerne diese alten Bestände unter die Menschen bringen. Und wenn du ein Buch haben möchtest, dann mach das am besten so, dass du auf meine Homepage gehst und guck mal, welches Buch dich anlacht oder mehrere vielleicht. Dann schreib mir eine E-Mail. Und dann kann ich dir nämlich auch eine persönliche Widmung ins Buch schreiben. Und dann schicken wir dir das persönlich zu mit einem kleinen Geschenk noch drin. Und dann ist das, ja, quasi. Dann hast du das Buch zum stark reduzierten Preis. Ich schicke dir die Infos dann per Mail. Und bei mir stehen ein paar Kisten weniger rum und schaffen Platz für Neues. Genau, also wie gesagt, du kannst mich einfach über meine Homepage kontaktieren. Das Video bleibt online, ja, das speichern wir dann nachts. Findest du unter Lives dann auf meinem YouTube-Kanal. Braucht nur ein paar Minuten, sich zu verarbeiten und dann geht es los. Also wird es da gespeichert. Genau. Ja, so viel vielleicht dazu. Okay, wir sind auch gleich bei einer Stunde. Aber eine kleine Sache habe ich noch. Die eine kleine Sache, aber vielleicht sogar die wichtigste. Und zwar haben wir darüber gesprochen,
Glück gehabt, Pech gehabt. So, und vielleicht kennst du das Gefühl oder hast es gerade. Und wenn du es nicht hast, ist es auch gut, dann behalte es einfach im Hinterkopf. Vielleicht ist irgendwann mal in der Zukunft so eine Situation, so wie ich mich immer gerne an diesen Professor da erinnere. Und das für mich jetzt aber auch erst ja, später, also Jahrzehnte später wahr geworden ist oder ich das nachvollziehen konnte oder mitfühlen konnte. Genau, Glück gehabt, Pech gehabt. Und wir haben gesagt, dass Glück und Pech immer ein gutes Stück weit abhängig sind von äußeren Umständen. So, ich habe irgendwas gewonnen, ich habe Glück gehabt, so. Oder irgendwie habe ich nicht gewonnen, habe ich Pech gehabt, so. Und es gibt etwas, habe ich euch gesagt, das ist besser als Glück und Pech. Also Pech sowieso, aber als Glück. Und das ist ein Frieden. Und jetzt wird es ein bisschen christlich. Es gibt Menschen, die haben mir geschrieben, ich will eigentlich immer abschalten, wenn du anfängst, über Jesus zu reden. Und dann gucke ich es doch. Und dann haben sie mir geschrieben, dann fangen sie oft an zu weinen, weil sie etwas erleben, was sie vorher vielleicht einfach nur gehört haben oder irgendwie aus Religion, Kirche etc. kannten. Denn Jesus kann man begegnen, auch heute. Jesus lebt und kann einem begegnen. Also er ist mir oft begegnet. Ich spreche darüber auch ja in einigen Videos oder auf meiner Homepage. Meine Institutsseite findest du es auch. Hier schreibe ich auch drüber, wie Jesus mich quasi nach Jerusalem, nach Israel eingeladen hat und so weiter. Also man kann Jesus einfach auf eine ganz normale, entspannte, bodenständige, normale Art begegnen, auch wenn es natürlich Begegnungen sind, die unfassbar groß und heilig sind, ganz klar. Auf alle Fälle hat Jesus gesagt, dass er den Menschen, die es möchten, das für sich in Anspruch nehmen wollen, seinen Frieden hinterlässt. Und Frieden zu haben in schwierigen Situationen, Frieden zu haben generell im Leben, unabhängig von dem, was man erlebt hat oder gerade erlebt, Friede zu haben, übersteigt Glück. Weil Glück, haben wir gesagt, ist abhängig von Umständen. Aber Friede, sein Friede, der Friede von Jesus, der ist unabhängig von Umständen. Du kannst gerade der glücklichste Mensch der Welt sein und gleichzeitig seinen Frieden haben. Und du kannst gerade in der beschissensten Situation überhaupt sein und seinen Frieden haben. Und deshalb ist Friede nicht nur ein Gefühlszustand, den man sich irgendwie herbei manifestiert oder herbei wünscht oder herbei macht, so, sondern Friede ist eine Person. Und diese Person hat einen Namen. Und diese Person will dir begegnen und diese Person ist Jesus. Und in Johannes 14, 27 steht, auch wenn ich nicht mehr da bin, das war kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, wird doch der Frieden bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Und an einer anderen Stelle steht ein Frieden, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Das heißt, es ist ein Frieden, es ist so ein tiefes Gefühl von Verbundenheit, von Frieden, von Shalom, ne, heißt es dann auch im Hebräischen. Shalom heißt nicht nur Friede, sondern noch so vieles mehr. Aber ein ganz tiefes Empfinden, was unabhängig ist, ob du gerade Glück hast oder ob du Pech hast. Und was die Welt eben nicht geben kann im Sinne von so, ich habe jetzt gerade Frieden, weil ich gerade im Lotto gewonnen habe. So, die Welt kann dir diesen Frieden nicht geben, aber sie kann ihn dir auch nicht nehmen. Das heißt, die äußeren Umstände können so ätzend sein, wie sie nur sein können. Wenn man diesen Frieden durch Jesus in sich hat oder immer wieder sich danach ausstreckt, das machen wir gleich noch, dass wir uns gemeinsam danach ausstrecken, dann kann man selbst durch furchtbare Situationen gehen und einen gewissen Frieden haben, Frieden in sich haben. Das heißt nicht, dass man glücklich ist, dass man sagt, yes, alles so toll und so schön. Nee, ganz definitiv nicht. Aber du kannst Frieden in dieser Situation haben. Du kannst Frieden im Sturm haben. Und dieser Frieden hat eben einen Namen. Also es ist nicht einfach nur so ein Gefühlszustand, den man irgendwie sich herbei meditiert oder herbei manifestiert, sondern er hat einen Namen. Und zum Beispiel von den 12 Aposteln, die Jesus gefolgt sind, also sind ja noch mehr Menschen gefolgt, aber die 12 Apostel sind meines Wissens nach 11 sind hingerichtet worden. Also die sind richtig platt gemacht worden, sind hingerichtet worden.
Und die hatten Frieden in sich. So. Und deshalb ist Frieden wertvoller als glücklich sein. Und ja, in friedvollen inneren Zuständen kann man natürlich auch so ein Gefühl von Freude erleben. Jetzt nicht gerade, wenn man irgendwie platt gemacht wird oder umgebracht wird, logischerweise. Aber ich will damit nicht sagen, dass nur diesen Frieden von Jesus nur dann empfindet, wenn es gerade stürmisch ist oder dunkel ist oder schwierig ist, sondern dass man natürlich auch in schönen, in freudigen Momenten gleichzeitig diesen Frieden hat, der einen übrigens dann auch auf eine gesunde Art erdet, dass man eben nicht abhört, so, ich bin hier so fröhlich und ich bin irgendwie, wow, irgendwie nur noch so, sondern sag, ja, ich bin super glücklich gerade und gleichzeitig bin ich aber auch in diesem Frieden. Und zu wissen, dass der Frieden die Konstante ist und eben nicht die Emotion oder das Gefühl, was veränderlich ist. Und das Coole ist, dass Jesus zu uns kommt im Sturm, kommt auch zu dir in deinen Sturm, wenn du gerade im Sturm bist, auf welcher Ebene und wie auch immer, kannst du Jesus rufen. Und wie rufst du Jesus? Du sagst, Jesus, ich bin gerade im Sturm, kannst du bitte kommen? Ganz einfach. Du musst dazu nicht irgendwelche Gebete rauf und runter beten, irgendwas auswendig lernen oder irgendwelche Rituale machen oder irgendwie, das kannst du machen, wenn dir das was gibt, musst du aber nicht. Sondern du kannst ganz direkt dich an Jesus wenden und sagen, Jesus, du kannst auch ehrlich, ganz ehrlich sein und sagen, Jesus, ich glaube ja ehrlich gesagt nicht so, dass es dich gibt, aber irgendwie will ich das jetzt mal ausprobieren und ich würde dich gerne kennenlernen und ich lade dich ein in mein Leben. Und ich würde deinen Frieden gerne mal kennenlernen. Ich würde mich freuen, wenn du mir begegnest. So, also in deinen Worten logischerweise. Und kannst da auf ihn zugehen und mal gucken, was passiert. Und das ist nämlich das Schöne und deshalb, habe ich dieses Live auch überschrieben mit intelligente und bewusste Trauma-Response. Was wäre, wenn die ultimative Trauma-Response, und das entscheidest natürlich du, ob es so ist oder nicht, die Jesus wäre. Denn Jesus ist, der hatte einen höllischen Tod erlebt, der ist gefoltert worden, also der kennt Gewalt, emotionale Gewalt, Grausamkeit, aber auch körperliches Leid. Und der kennt auch dein Leid, auch wenn du das Schlimme jetzt nicht alles so erlebt hast, sondern das bei dir irgendwie anders aussah. Aber du kannst davon ausgehen, dass er das kennt, was du durchlebst. Dass er das auch erlebt hat und dass er das Gute bei Jesus ist, dass er eben nicht nur Mensch war, der gelitten hat, sondern dass er auch Gott ist und dass er von den Toten auferstanden ist und er das Böse besiegt hat und das können wir von uns in Anspruch nehmen. Es ist ein Mysterium an sich, aber so mysteriös ist es dann auch nicht, aber wir können den Kreuzestod bzw. die Auferstehung von Jesus Christus für uns in Anspruch nehmen und so wie das im Einzelnen funktioniert, das ist der sogenannte Tausch am Kreuz, mache ich vielleicht nochmal ein anderes Mal ein Video drüber, aber für jetzt möchte ich dir mitgeben, dass du sagen kannst, Jesus, ich verstehe das alles nicht, aber ich möchte dich kennenlernen. Kannst du mir den nächsten Schritt zeigen? Und dann guckst du mal, was passiert. Kannst du zu mir sprechen? Kannst du mein Herz berühren? Oder du sagst einfach, Jesus, ich kann mit dem Ganzen irgendwie nicht so viel anfangen, aber es gibt Bereiche in meinem Leben, da bin ich gestorben, emotional gestorben oder ich habe aufgegeben oder so. Oder da fühlte ich mich einfach hilflos. Und ich weiß, du hast das auch erlebt, aber ich weiß auch, dass du das überwunden hast. Bitte komm in mein Leben. Bitte zeig mir Auferstehung in den Bereichen, wo ich aufgegeben habe. Bitte zeig mir Auferstehung in Bereichen, wo ich gestorben bin. Ja? Und guck mal, was passiert. Guck mal, was passiert. Wir haben Anfang des Jahres einen Kurs gemacht. El Shaddai hieß der oder heißt der, die Rückkehr zur Quelle. Und da waren Menschen dabei, die kannten Jesus noch nicht. Wir haben allesamt gesagt, dass sie Begegnungen mit ihm hatten. Du musst, wie gesagt, keinen Kurs machen, um eine Jesus-Begegnung zu haben. Das will ich hier ganz klarstellen. Ich habe das Beispiel nur gebracht, weil da Menschen waren und wir das hautnah miterleben durften, die Jesus nicht kannten und die ihm begegnet sind. Und du kannst einfach da, wo du gerade bist oder nachher oder heute Nacht irgendwie vorm Einschlafen oder auf Toilette oder irgendwo, wo du einen ruhigen Moment hast, kannst du sagen, Jesus, bitte komm in mein Leben. Ich möchte dir begegnen. So, und Jesus ist der Herr über Wind und Wellen, heißt es in Markus 4, 35. Und
die Geschichte möchte ich gleich mal vorlesen, denn Jesus ist, ist derjenige, durch den die Welt, also das alles, worin wir leben, erschaffen wurde. Und er ist Herr dieser Welt. Also ist jetzt theologisch, könnte man, ich weiß, der Teufel ist der Herr der Welt, aber das würde jetzt zu weit führen. Jesus hat die Welt wieder zurückerkauft, also ist er ist der Chef, er ist der Boss, er ist ganz oben. So, und er ist Herr über Wind und Wellen, er ist Herr über den Sturm und er ist auch Herr über deinen Sturm. So. Und du kannst das für dich anerkennen und kannst sagen, Jesus, du bist der Herr der Welt, du bist der Herr über Wind und Wetter und Stürme, auch die seelische Stürme. Bitte komm in mein Leben und spreche Ruhe in diesen Sturm. Oder bitte komm in mein Leben und schenke mir Ruhe, damit ich diesen Sturm überstehe. Denn wir glauben oft, dass Jesus nur dann wirkt, wenn er den Sturm zum Schweigen bringt, sprich, wenn die äußeren Umstände verändert werden. Das kann sein, das kann passieren, es kann aber auch sein, dass Jesus dir den inneren Frieden schenkt, die innere Ruhe schenkt, Kraft schenkt, dass du mit einem guten Gefühl durch den Sturm gehen kannst. Das heißt also nicht, dass dein Gebet nicht erhört wurde, nur weil quasi die Umstände sich nicht verändert haben. So, Jesus kann dein Herz verändern, das heißt, die Umstände sind gleich. Aber irgendetwas trägt dich dadurch, irgendetwas gibt dir eine Kraft, eine Zuversicht, eine Stärke und einen Frieden, dass du da durchgehst und sagst, krass, mit welcher Haltung ich hier gerade durch diesen Sturm gehe. Und auch das ist eine Gebetserhörung. Absolut. Und ich möchte euch gerne diese Geschichte vorlesen. Es ist nicht viel, es ist eine Drittelseite. Und zwar ist das die Geschichte, ich lese sie einfach mal vor. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Macht ja soweit Sinn. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Das Ganze spielt am See Genezareth. Ich durfte den besuchen, als ich in Israel war. Und es ist tatsächlich so, dass es ein See und durch die geografische Position der Berge und so weiter ist das so, dass das Wetter sehr, sehr schnell umschlagen kann und dass innerhalb von ganz kurzer Zeit sehr, sehr starker Wind aufkommen kann, der dann auch gefährlich wird für Boote, die auf diesem See fahren. Also ist alles real, was hier beschrieben wird. Ich lese mal weiter. Da brach ein gewaltiger, Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass du in einem Sturm bist und dass dein Lebensschiff hin und her kämpft und droht zu sinken, die Wellen quasi in dein Boot schlagen, dein Boot droht voll zu laufen und du hast das Gefühl, so ist Jesus eigentlich in meinem Leben. So, Gott, wo bist du in meinen Umständen? Schläfst du? Siehst du mich nicht? Kann ja sein. Ich kenne solche Situationen. Volker dauert noch. Volker will fressen, mein Hund. Geht gerade nicht. Also Jesus schlief. Und was ist dann? Dann weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter. Kümmert dich das denn gar nicht? Vielleicht kennst du das auch, dass du sagst, so Gott, wo bist du denn? So interessiert dich das nicht, dass ich hier gerade so am Kämpfen und am Struggeln bin. So, wo bist du? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Jesus konnte dem Sturm befehlen, still zu sein, weil er der Herr über den Sturm ist. Er ist der Herr, er ist die größte Macht oder Kraft. Gott steht über alles in dieser Welt, im Universum und deshalb, Gott hat die Welt erschaffen und deshalb kann Gott natürlich auch den Mächten und Kräften befehlen und hat Autorität. Dann geht's weiter. Warum habt ihr Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Und dann geht es weiter. Das war's. Das ist noch Notizen von mir. Also voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Und dieser Jesus, der hat gelebt
klar, vor 2000 Jahren, und man kann jetzt sagen, ja, der ist doch schon lange tot, was hat das mit mir zu tun? Ja, Jesus ist gestorben, aber Jesus ist wieder auferstanden und ist, er lebt und ist für dich greifbar. Und da kann ich natürlich jetzt viel drüber reden oder andere Menschen können viel drüber reden, aber das ist etwas, was man erfahren kann, erleben kann. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das erfahren, wie kann ich das erleben? So, was muss ich denn machen? So. Und das suggeriert uns natürlich die Welt, dass man irgendwas machen muss, was weiß ich, 5 Stunden meditieren oder 10-mal Yoga machen oder irgendwie sich irgendwas in die Nase pfeifen oder so. Das musst du bei Jesus alles nicht. Du kannst ihn bitten, du kannst ihn fragen, du kannst sagen, Jesus, ich möchte dir begegnen. Bitte gebiete dem Sturm in meinem Leben. Bitte weise ihn in seine Grenzen. Bitte schenk mir Frieden. Bitte hilf mir, dass mein Lebensschiff heil ans andere Ufer kommt. Was auch immer, ne? Also in deinen Worten, in deiner Situation. Und dann guck mal, was passiert. Ich hatte neulich eine Situation, dann sind wir auch gleich durch, ist schon wieder extrem eskaliert hier, eine Situation, wo ich in so einem Sturm war. Ich hatte das, wie gesagt, eingelesen, hatte körperliche Symptome und mir ging es wirklich nicht so gut. Und war im Auto und habe dann gebetet und habe gesagt, Jesus, ich bin hier gerade im Sturm, bitte hilf mir, bitte bring entweder diesen Sturm zum Schweigen oder schenk mir die Kraft, dass ich durch den Sturm komme. Und in diesem Moment, wie gesagt, Auto gefahren, überkam mich dieser Frieden und sicherlich kennen das einige hier, kam mich dieser Frieden und ich wusste, es ist seine Präsenz. Weil plötzlich wusste ich, dass obwohl das gerade doof ist, alles gut ist, weil Jesus bei mir ist. Und plötzlich war da in diesem ganzen Trouble, in diesem ganzen Druck, in diesem ganzen Stress, in diesem ganzen Aufgewühltsein, war ein innerer Friede, den mir nicht die Welt gegeben hat, den ich mir auch nicht erarbeitet habe und den mir auch die Umstände nicht wieder haben nehmen können. Und das Witzige war, in diesem Moment fuhr ich an einem Schild vorbei, da stand drauf Storm, also Sturm. Ich habe Storm gelesen, also Englisch für Sturm. Das war irgendwie wahrscheinlich, weiß ich, irgendwie ein Werbeplakat, da stand Sturm, Storm, so. Und man musste sich irgendwie ja so ein bisschen schmunzeln, weil Gott nutzt natürlich, also kann natürlich auch Symbolsprache nutzen, um mit einem zu sprechen. Und es war einfach ein schöner Zufall, quasi dieses Schild zu sehen und diesen Sturm zu sehen und gleichzeitig aber in diesem Moment diesen großen Frieden in mir zu erleben. Ja, und das ist nicht nur für mich möglich, sondern für dich ganz genauso. Und es reicht, dass du Jesus bittest, zu dir zu kommen, in deine Umstände zu kommen. Du kannst ihn wecken. So, wenn du das Gefühl hast, er schläft hinten im Boot, ja, dann weck ihn und sag, Jesus, ich brauche dich. Ich kriege das allein nicht hin. Ich habe Angst, dass ich hier irgendwie verrecke, dass ich absaufe. Bitte hilf mir. Probier es aus und guck mal, was passiert. So. Nebenbei, die Wände sind sehr schön geworden. Ja, danke. Genau, also nicht ganz fertig, aber wir arbeiten dran. Und ich möchte zum Abschluss noch einmal für uns beten. Genau. Wenn du magst, kannst du innerlich mitgehen oder auch nicht, da bist du ganz frei. Aber für die, die möchten, würde ich einfach beten und sagen, ja, Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht einmal gelebt hat und dass es dann irgendwie vorbei ist, sondern dass du heute noch wirkst, dass du heute lebst und dass wir für dich wichtig sind und dass du ein Gott bist, der sich nicht zu schade ist, in unsere Umstände zu kommen, in unsere Stürme zu kommen, in unseren Modder zu kommen, in unsere verfahrenen Situationen zu kommen. Jesus, du bist derjenige, der im Bilde gesprochen 99 Schafe hat stehen lassen, um das eine, das in Trouble ist, das verloren ist, das im Sturm ist, ja, um das zu retten. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen jetzt hier im Livestream, du siehst auch die Menschen, die sich vielleicht die Aufzeichnung anschauen. Und ich weiß, dass jeder Einzelne für dich wichtig ist. Und ich weiß, dass du für jeden Einzelnen alles stehen und liegen lassen wirst, weil du so bist und zu dieser Person eilst, um ihr zu helfen. Und ich bitte dich, Jesus, für jeden Einzelnen hier, der Zweifel hat, der sagt, das ist alles suspekt oder komisch oder irgendwie strange oder ich bin auch von Kirchenvertretern verletzt worden. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du ihnen begegnest, dass du wie der Gentleman, der du bist, sanft an ihre Herzenstür klopfst und sie bittest, dir zu öffnen. Immer jeden Menschen in seiner Freiheit lassend. Danke, dass du keine Grenzen überschreitest, wie es so viele von uns hier erlebt haben, von Menschen. Danke, dass du jedes Herz hier kennst und danke, dass du jeden Einzelnen von uns liebst. Danke für deinen Frieden, einen Frieden, den die Welt uns nicht geben und die Welt uns auch nicht nehmen kann und auch einen Frieden,
den wir uns nicht selbst erarbeiten können. Du bist der Friedensfürst. Friede hat einen Namen und das ist dein Name. Jesus Christus oder wie es auf Hebräisch heißt, Yeshua HaMashiach. In diesem Sinne. Amen. So sei es. Alles Gute für euch, Gottes Segen. Danke fürs Ausharren, die lange Zeit. Wenn du eins der Bücher haben willst mit persönlicher Widmung, schreib mir. Und dann schicke ich das dir zu mit einer kleinen Überraschung. So, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.